Wir haben den Videoschiedsrichter eingeführt aus gewissen Situationen, die eng sind, die knifflig sind. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Einrichtung. Und ich finde, dass viele Entscheidungen auch meines Erachtens nicht gerecht bewertet werden. Wenn ich so eine Situation habe und er hatte mir erklärt, dass er eine Wahrnehmung hatte und ich ihn darauf hingewiesen habe, dass er durchaus auch in der Lage wäre, sich das selbst anzugucken. Und das ist auch das, was mich am meisten ärgert. Dass, ich weiß gar nicht, ist das, darf ich das arrogant nennen oder darf ich das, wie darf ich das nennen, wenn mir jemand sagt, meine Wahrnehmung ist wichtiger als die vom Fernsehen? Ich bin mir relativ sicher, dass Köln ihm gesagt hat, wir können es nicht hundertprozentig auswerten. Wir sehen es als Abseits und er dann für sich entschieden hat, ich habe jetzt mal gesehen, dass jemand dran war. Die Bilder es aber was ganz anderes zeigen. Dann muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ein Bild auf dem Fernsehen gereicht, hat mir auch gereicht. Dann hätte ich erkannt, dass keine Ballberührung da war und dann halte ich es für schwierig. Wie gesagt, wenn er dann eine Ballberührung gesehen hätte und dann gesagt hätte, der Spieler war dran, dann hätte ich gesagt, okay, er hat geguckt. Aber nicht zu gucken, finde ich schwierig, wenn wir da schon 5 Minuten stehen. Da hätten wir auch 5:30 stehen können. Und das ist das, was ich mir übel nehme. Und uns allen dann natürlich am Ende muss man sagen, hat er uns den Abend versaut. Ich kann es jetzt nur aus der Wahrnehmung von der Seitenlinie sehen, berichten. Das war, der Ball ging halt in die Tiefe und dann ging es darum, ich glaube, Erling war in einer Abseitsposition und dann ging es darum, ob noch jemand vorher den Ball berührt hat. Und das war wohl so ein leichter Ballkontakt, dass es nicht eindeutig war. Und ja, dann dauerte es ewig lange, bis da eine Entscheidung gefällt wurde. Dann ging es halt auch hin und her. Dann 10 Sekunden hieß es Abseits, dann 10 Sekunden ist kein Abseits, und hat sehr, sehr lange gedauert. Aber nochmals, es ist schwer, fällt mir schwer, jetzt da eine genaue Meinung zu haben, weil ich es wirklich nicht gesehen habe. Das ging zu schnell. Und wenn man es in den Fernsehbildern mit siebenfacher Verlangsamung und aus 48 Perspektiven, wenn man so lange braucht, um da drauf zu gucken, dann ist es natürlich auch schwer von der Seitenlinie.